Ja, jetzt kommt ja die Winterzeit und da nimmt man tendenziell natürlich zu, weil man viel leckere Dinge isst und etwas weniger Sport macht. Deshalb stellen wir euch jetzt die drei Übungen vor, die am meisten Kalorien verbrennen. Seid also gespannt. Und dazu bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen Gast hier, der ist Physiotherapeut, also der kennt sich auch aus mit der Materie. Und zwar sind es Übungen, die du ganz einfach zu Hause machen kannst. Bleib also unbedingt dran und schau, dass du den Kanal schon abonniert hast, dass du nichts mehr verpasst. Ja, junger Mann, was machst du hier? Nein, so macht man das nicht. Komm jetzt, nochmal. Komm, hier, straff, Bauch. Po hier ein bisschen. Jawohl, ja genau, mach hier. Ruhig und gerade. Mach jetzt langsam. Ja, und jetzt langsam aufstehen, langsam. Ja? So, jawohl, Beine gestreckt. Genau, hier die Hüften. Ja. Nein, ja, genau, so. Okay. Gut, ja, Dimo, schön, dass du wieder da bist. Danke, Jakob, für die Einladung. Und du wolltest uns jetzt die Übungen vorstellen, die man zu Hause machen kann, die am meisten Kalorien verbrennen, sodass wir es auch schaffen können, schlank durch den Winter zu kommen. Welche Übungen wären das? Ja, also wir haben verschiedene Übungen und man muss sich das vorstellen, je mehr Muskeln man beansprucht, desto mehr Kalorien verbrennt man eigentlich. Okay. Weil die Energie, also Kalorien sind nichts anderes als eigentlich die Energie, die wir zu uns zugeführt haben durch die Nahrung und die natürlich jetzt beim Sport wieder verwenden, um die Übungen zu machen, also Sport zu machen. Ja, ist gut. Okay, ja, also okay. Genau. Die erste Übung, die eigentlich die meisten Kalorien verbrennt, ist das Burpee. Die Burpees verbrauchen die meisten Kalorien, weil es sehr viele Muskeln beansprucht werden. Hier werden die Beine, Bauch, Rücken und sogar, wenn man das möchte, kann man die Liegestütze auch darin implementieren und noch die Brustmuskulatur beanspruchen. Und zudem springt man noch dazu. Also da braucht man in einer Minute, glaube ich, sind es 33 Kalorien, bin mir nicht 100% wow, sicher. Ist gut. Genau, aber das, da kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt 5 Minuten Burpees macht, dann verbringt man ca. 150 Kalorien. Ja, 35. Ja, was eigentlich nicht schlecht ist. Also, das ist echt viel, das ist gut. Hast du 20 Minuten, dann hast du schon Mittagessen für. Ja, also ziemlich gut eigentlich, weil man hat das Springen und alles drin. Und genau, ihr könnt euch das jetzt mal anschauen. Also jetzt erstmal stellen wir uns einfach gerade im Stehen vor und dann gehen wir kurz unten mit den Händen und dann machen wir einen Sprung nach hinten, strecken uns. Dann legt man sich auf den Boden hin, dann steht man wieder auf, nach oben und springt. Und man kann das kombinieren noch mit einem Liegestütz. Nicht nur, dass man sich da, dass man sich hinlegt und wieder so normal aufsteht, sondern dass man auch durch einen Liegestütz aufsteht. Da werdet ihr jetzt nochmal die Modifikation machen. Und Dimo, was ist die zweite Übung? Zweite Übung, die man auch zu Hause machen kann, wenn man angenehme Nachbarn unten hat oder halt wenn man in einem Haus wohnt oder wie auch immer, ist Seilspringen. Durch Seilspringen, 10 Minuten Seilspringen ist genau gleich halbe Stunde Joggen oder auch halbe Stunde Schwimmen. 10 Minuten Zeit, wow! Also das ist wirklich, also wenn man noch Zeit sparen möchte, dann einfach 10 Minuten Seil springen und da braucht man nicht halbe Stunde Joggen. Das ist wirklich super. Ja. Das ist, der Seil gibt uns einen Rhythmus und wir verbrennen dadurch viel mehr Kalorien. Das ist wirklich super und es ist auch einfach. Man braucht ein Seil und man sollte einfach regelmäßig springen und man kann dann mit der Zeit immer besser werden und variieren. Und was ist die dritte Übung? Die dritte Übung, das ist für den Bauch, da braucht man auch ein Gerät dafür. Und das ist der Abroller. Das kann ich euch zeigen.
Up-Wheel oder Up-Roller ist eigentlich ziemlich gut und günstig. Man kann sich es wirklich für 10-15 Euro, glaube ich, kann man sich bei Amazon oder wo auch immer kaufen. Ist super Sache und man kann dadurch super die Bauchmuskulatur üben. Zusätzlich wird der Rücken auch trainiert und man kann super viele Variationen machen. Es ist anstrengende Übung, es ist nicht für jeden, aber das verbraucht auch einiges an Kalorien dadurch. Ne? Und wenn man das auch im Anschluss macht oder kombiniert mit Burpees oder mit was anderem, kann man eigentlich ziemlich gut durch den Winter kommen mit den drei Übungen. Das ist eben, wenn man auf die Knie ist, man stellt sich auf die Knie, der Rücken sollte immer gerade bleiben. Da sollte man sich vielleicht sich neben einen Spiegel platzieren, sodass man sich gut kontrollieren kann, wie man das macht. Und man sollte nach vorne rollen und wieder zurück und das sollte ganz langsam sein. Langsam, vorsichtig. Wenn man es schnell macht, dann macht man es auch meistens nicht richtig. Und ihr müsst auch euch konzentrieren, keinen Hohlkreuz zu machen. Die meisten Leute versinken in den Hohlkreuz und das ist auf lange Sicht nicht gut für euren Rücken. So, das waren die drei Übungen, die ihr zu Hause machen könnt, die am meisten Kalorien verbrennen. Ich wünsche euch eine schöne Winterzeit, genießt sie trotzdem. Schön, dass ihr reingeschaltet habt und wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen da, nach oben da und schaut, dass ihr den Kanal abonniert. Und übrigens, der Demo wird bald auch einen eigenen Fitnesskanal machen. PhysioFit heißt der Kanal. Ich werde euch dann hier darüber informieren. Bleibt also unbedingt dran. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sind ja schon da. Warte, was soll ich sagen? Super. Der Demo wird bald auch einen eigenen Fitnesskanal machen. PsychoFit. Nee, nicht Psycho. Ha 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 ha